Das sollte praktisch euch zum Sumpf außerhalb der Stadt Nidavellir bringen. Geht zum Marktplatz und fragt in der Taverne nach Dürlin. Ist er in der Taverne bekannt? Dürlin war immer ein unverbesserlicher Säufer. Er könnte sich zwar völlig geändert haben, aber ich vermute... Nein. Willst du mitkommen? Bin schneller. Oh, ich schau vielleicht vorbei. Aber die Sümpfe sind feucht. Und die Grimme sind überall. Fiese, schleimige, stinkende Kreaturen. Hey, ich bin schneller aber wie du. Viel Glück. Danke. Warte, was? Viel Glück. Was da? Warst du da? Ja, irgendwie schon. Spürt ihr das? Was denn, Junge? Alles, einfach alles. Es ist warm. Wir könnten dieses Boot nehmen, wenn ich es nur loskriege. Vorsicht, Junge. So sind die so schnell. Ziel erledigt. Sehr schön. Mister. So. Hinter dir. Mister. Nice. Na, das geht ja schon recht munter los. Atreus, du warst unachtsam. Dafür ist das Boot los. Wir können durch diese Kanäle, wenn du willst. Ja, zum Glück ja, weil sonst wäre der Kleine schon mindestens 5-mal halbiert. Weil er mitten in den Weg reinläuft immer. Nächster! Okay. Looten und Level. Was ist diese Kette im Wasser? Das ist eine Zwergenversorgungsfähre. Besagte Fähre ist wohl verschwunden. Ah, oh, die werden wir schon nachher kriegen. Ich habe das Gefühl, dass wir sie noch brauchen werden. Silber. So, pack mal das Boot. Und auf geht's. Das Bild kennen wir irgendwoher. Das gab's schon mal im ersten Teil. Ich kann kaum glauben, dass Mutter hier einen richtigen Aufstand anführte. Gegen Odin. Und es nie erwähnt hat. Dass der kein gutes Ende nahm, könnte sie davon abgehalten haben. Was deine Mutter vor uns tat, war ihre Sache. Hast du je gefragt? Orwanga, Augen aufs Wasser. Das sind Ressourcen. Okay. Augen aufs Wasser, das sind Ressourcen. Alles klar. Wenn du Mutter nie nach früher gefragt hast, worüber habt ihr denn dann gesprochen, als ihr euch kennengelernt habt? Hast du bloß gesagt... Weib, hüte das Haus, ich gehe am Fluss angeln. Hat sie dann 5 Tage allein gelassen? Nein. Meine Mutter konnte viel besser angeln als ich. Weiß. Wie er ihn halt einfach nachgemacht hat und Kratos einfach da sitzt und so, ja, nach dem Motto, gut gemacht. Ja? Da irgendwo sind Ressourcen. Wenn du hier rüber fährst, dann vibriert das Ding, als gäbe es keinen Morgen mehr. Reagiert quasi auf Schätze, das ist nicht schlecht. So eine Art Navi. Ja. Hätte ich auch gedacht, dass irgendwas sowas kommt, so ich spreche nicht so über deine Mutter oder irgendwie sowas. Ja. Aber nein. Gar nichts. Und das ist interessant. Okay, hier irgendwo ist was. Irgendwo ist was.
Okay. So. Mal gespannt. Habt ihr das dort gesehen? Ja, nein, vielleicht, ich weiß nicht. Hier, okay, da kann ich nicht am Land. Interessant, da ist was. Was gibt's hier? Rohleder. Also ich finde, die Art und Weise, wie die zwei miteinander umgehen, hat sich definitiv verändert. Er sieht ihn zwar immer noch als Sohn, als Kind. Dieses Rad blockiert den Kanal. Ich schätze, wenn man es drehen kann, sollten wir durchkommen. Ja, danke. Aber er versucht auch irgendwo zu erkennen, dass sein Sohn erwachsen geworden ist. Was Eltern meistens schwer ist. Es ist also Feuchtland, ja? Trifft es gut. Es ist ein Sumpf. Der Gestank brennt mir in den Augen. Es ist deutlich intensiver als bei meinem letzten Besuch hier. Jetzt, wo du es sagst. Okay, der geht nicht. Das ist schon so eine Art Erziehungsratgeber. Ha, wären wir doch nur in Midgard. Das Wasser wäre im Nu eingefroren. Naja, ich bin ja schon dabei. Oder könnte einfrieren funktionieren? Und wenn du deine Axt benutzt? Ja, ich bin ja schon dabei. L2, R1. Seid ihr alle da? Moment, da ist ein Runengeschenk. Okay, da ist Rune 1, Rune 2 und wo ist Rune 3? Wo ist die dritte Rune? F? EF? Wo ist R? Darf eigentlich nicht weit weg sein. Apfel ist gut. Ach, nur einer reicht schon. Okay, nicht mehr sammeln, sondern einer reicht, um das gut. Lebensbalken aufladen ist immer gut. Bedeutet aber meistens dann auch so, hey, da könnte was auf dich zukommen. Freund der Riesen. Ob er und Mutter sich kannten? Bei Teil der Rebellion hier? Gut möglich. Der Kriegsgott setzte sich oft für die Riesen ein. Auch wenn ich nicht weiß, ob er sich je offen als Verbündeter bekannte. Na los, es muss einen schnelleren Weg runtergeben. Rechte Seite, Sparta! Ja.
Arm. Kopf ab. Spektakulär! Mister! Dein Gesicht gehört mir. Ich glaube, das ist blutig genug. Steinmauer, Schildfähigkeit, halten Sie L1 gedrückt und Standard- und schutzdringende Angriffe Gelbringe zu absorbieren. Ja, dann mach was. Blockaden sprechen, tippen Sie L1, 2, 3. Wow. Das ist geil. So. Schöne Sache. Dann haben wir quasi eine neue Waffe. Nice. Bestienfetzen. Eine Herstellungskomponente. Macht auf jeden Fall deutlich Spaß. Also das Kämpfen macht hier eh deutlich Spaß. Das muss man einfach sagen. Das kriegen sie jedes Mal überragend hin. Dass du zwar manchmal dich gerne aufregst über manche Kämpfe, aber es macht immer wieder wirklich Spaß, hier alles zu messen. Oh, schön. So. Ja, da müssen wir hoch. Verstehe, aber ich will noch gucken, ob ich irgendwas übersehen habe, weil hier geht es ja auch rüber. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Ja. Ja, da war mal gerade, okay. Ja, gut. Sieht gut aus. Da oben ist eine Truhe. Danke, gut. Das Rad hier oben muss ich irgendwie drehen lassen. Ja. Kein Thema, ich habe da so komische Klingen und die schaffen das. Habe ich das Gefühl. Achtung! Wie wäre es mit einer Warnung, bevor man mit der Nase voran zwischen zwei Wacken endet? Der Boden. War das ein Erdbeben? Hm, sowas kommt in Svartalfheim selten vor, ist aber nicht gänzlich unbekannt. Oh. Bei all dem Bergbau muss das Land ja durcheinander geraten. Richtig. Kommst du von hier an das Rad heran? Ja, komme ich. Oh. Kein Thema. Perfekt. Oh wow, ganz genau so abgesenkt, wie wir es brauchen. Ich bin halt einfach ein Könner. Und jetzt können wir auch da runter. Ich habe nachgedacht. Es ist so warm. Vielleicht nicht deshalb, weil die Kälte noch nicht hier ist, sondern... Vielleicht ist es einfach anders in Svartalfheim. Ja, Junge. Fimbulwinter befällt nicht alle Welten auf dieselbe Weise. Seltsam, dass es durch Fimbulwinter nicht immer Winter wird. In Midgard schon. Aber wie du siehst, sind die Auswirkungen hier von eher gasförmiger Natur. Beobachte die Geysire. Beachte den bereits erwähnten Duft. Diese Folgen waren schon zuvor in gewisser Form vorhanden. Doch nun sind sie extremer. Genau. Fimbulwinter ist einfach nur eine Negativveränderung auf die schon bestehende Flora und Fauna. Wenn ich es jetzt mal so frei übersetzen kann, darf. Cool. Was ich gerne mache, weil ich laber eh viel. So.
Passen wir unter der Brücke durch? Ich zieh den Kopf ein. Bist du? Geht doch. Man muss nur mal den Kopf freikriegen. Da. So, und das wollt ihr dann, huh? War's das schon? Süß. Okay. Da kommen wir nicht hoch, aber wir können hier. Ja. Ich weiß, ich bin manchmal sehr selbstbewusst, aber gut. Ich hatte letztens ein Gespräch mit meiner Frau, weil ich mir überlegt hatte, so, hey, was könnte ich noch mit aufnehmen? Und dann habe ich einfach die Frage gestellt, was glaubst du, dass ich kann? Ihre Aussage war, ganz viel reden. Vater, da oben. Also, daher. Ja. Das ist nur die Wahrheit. Was voll in Ordnung ist. Was pennt denn der da? Deswegen ist auch der Flock entstanden. Übrigens kann ich euch nur den Tipp geben. Einen dezenten Tipp, dass ihr vielleicht die nächste Zeit die nächsten Vlogs im Auge behalten solltet. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was Gutes gefunden? Ja, ich habe was Gutes gefunden. Ich bin super zufrieden. Da ist was, da glitzert so schön golden. Vielleicht sehen wir auch die Weltenschlange wieder. Vielleicht hat die Weltenschlange in diesem Teil auch eine richtige Folge. Hatte schon das letzte Mal Angst, dass da irgendwas passiert, aber gut. Vielleicht. Ah, wir müssen dann nochmal hoch. Ja. Schauen wir mal. Da irgendwie. Was willst du denn von mir, hä? Nächster! Vorsicht, links! Ja, schon dabei. Sehr schön. Erwischt! So, ja, schön. Ich auch. Guck, hier. Hinter dir! Nächster! Dein Gesicht gehört mir. Arm. Ich find's blutig genug irgendwo, ja. Okay. Sind die Geysire verschlossen? So. Ich glaube, wir müssen das Rad bewegen, aber das Wasser ist zu flach. Ja, das kriegen wir schon. Guck. Das kriegen wir hin. Sind überall. So. Okay. Ah, wir müssen irgendwie da hoch. Okay, gut.
Einen Geysir haben wir eingefroren. Ja. Ist sonst noch irgendwo einer? Ja, da oben. Wir müssen nur einen anderen Weg nehmen. Nach Möglichkeit. Ja, das Rad dreht sich und das Tor senkt sich. Der Einfallsreichtum der Zwerge. Zurück zum Boot. Jo. Da ist noch was. Heilung ist nicht verkehrt, weil wir sind zwar schon besser drauf, aber... Wenn die Zwerge in dieser Welt so sind wie Glock und Sindri, ist es kaum denkbar, dass sie zu Odin stehen. Tja, viel zu oft lässt man sich auf kurze Sicht von Eigennutz blenden. Odin bot ihnen Sicherheit und ihm zu trotzen ist nicht ungefährlich. Vielleicht brauchen sie nur ein paar Götter, die ihm mal die Stirn bieten. Atreus, deshalb sind wir nicht hier. Das war nur ein Witz. Krieg ist kein Witz. Vor allem nicht, was Götter anbelangt. So, ich will da irgendwie hin. Darf ich das? Glaubst du wirklich, Odin würde die Abmachung einhalten? Dass er uns in Ruhe lässt, wenn wir uns fernhalten? Nein. Nein. Das heißt aber nicht, dass ich ihn bekämpfen will. Vielleicht finden wir ein neues Zuhause, wo weder er noch Freya uns Ärger machen. Aber wenn wir Tyr finden, kann er mit uns kämpfen? Kämpfen? Das, habe ich nicht so gemeint. Wir können so viel von Tyr lernen. Jede Art, auf die er uns helfen kann, ist gut, oder? Wir sollten weiter. Ich bin froh, dass wir hier sind und eine neue Welt erkunden. Vielleicht genießen wir einfach die Wärme. Ja, vielleicht machen wir eine Mischung aus. Und ja, ich bleibe wachsam. Wahrscheinlich wimmelt es hier von Grimm. Okay. Ich höre euch. So, wo sind die Runen? Wirbelnde Runen. Drohne verschlossen. Die drei. Okay, ich muss wieder die richtige Form finden. Okay. Okay. Wir haben einmal die Brust, einmal B und einmal N. Vorsicht rechts! Nächster! So, weg ist er. So. Was willst du denn, ja? Au, abgebrochen euch. Grimm heißt er, okay. Für mich ist es ein Krötenmilch. So, ja. Okay, wo sind die Runen? Da hinten ist eine, gut, ja klar. Und... Da war nichts drin. Was wollten die alle? Nächster! Oh. Okay. Gut. Also wieder. Hinter mir! So. Ja. So. Bruder, der Grimm sitzt da ganz oben. Ach, da ist die Rune. Da
das war dein Kopf, ne? Nur von oben und so. Nice. So, wir hatten die Brust. So, lassen wir mal das Ende stehen. Was ist das? Ein Treblock, was ist das? Nächster. Was ist das? Tödlich Obsidiangriffe. Griffe, die das Chaos anfachen. Spartas Rage. Ah. Nice. Stärke plus 4. Bin ich voll dabei. Okay. So, wir haben eine drehende Rune. Wo ist die nächste? Die eine war hinterm Wasser. Hier ist russisch Roulette oder was? So. Okay. So. Brauchen wir nur noch das. Ach, da. Danke. Geht doch. Nice. Rage erhöht. Nice. Auch schön. Gönn dir. Gönn dir. Chili ist geil. Mit frischen Brötchen noch besser. Oh. Und dann noch ein richtig geiles Spezi drauf. Mega. So, Heilung wäre nicht schlecht. Kriegen wir da noch irgendwas her oder müssen wir hoffen, dass wir jetzt nicht gleich sterben? Okay, die Zelte können wir natürlich nicht kaputt machen. Oh ja, klar. Ist schon. Ich finde die Sidequests teilweise interessanter und besser als die ganze Story. Alles gut. Absolut nachvollziehbar. Gut, dass wir schon so viel erkunden können hier. Was ich. Also, ich sag mal so, ich finde es jetzt nicht schlecht. Ne? Das war auch beim vorherigen Teil so, dass du trotzdem schon ein bisschen was zusätzlich erkunden konntest und dir dadurch einen kleinen Bonus. Ne? Also, jeder, der quasi sich umschaut und lootet, der hat so einen kleinen Bonus bekommen. Und das ist eigentlich gerecht. Nicht diejenigen, die auf die Schnelle das Game durchzocken, sondern die sich die Mühe machen und die Welt erkunden, die Leute für dich erschaffen haben. Das, finde ich, sollte wirklich belohnt werden. Und dieses Prinzip finde ich voll in Ordnung und habe auch nichts dagegen, wenn das andere Spiele dann auch etablieren. Weil es steckt viel Arbeit in dem ganzen Ding. Sollte man die Leute auch wirklich belohnen für ihre. Nächster! Er ist zu schnell. Wie sollen wir ihn fangen? Flankier ihn. Greif von hinten an. Gut.
Ich muss hinter ihm. Aber wie? Geschafft. Mal sehen, was er hat. Das ist nicht gut. Nice. Zerbrochene Rune, okay, die kann man dann quasi wieder herstellen. Vater, da oben. Für mich kommt die Welt wie Open Schlauch rüber. Ne, absolut, absolut. Es ist keine Kritik. Das war im ersten Teil auch so. Das ist einfach so, du kannst die Welt erkunden und das ist okay. Ja. Na, aber du kannst das Spiel quasi auch durchspielen, ohne es zu erkunden. Und das finde ich ein bisschen schade. Deswegen bin ich absolut der Meinung, Vater, da oben, dass es legitim ist, dass man diejenigen, die quasi die Welt erkunden, auch in gewisser Weise belohnt. Weil es ist wirklich eine faszinierende Welt, die hier geschaffen wird. Hol dir keinen runter. Deine Fresse gehört mir. Nicht so. Schwarz. Also diese Giftspucker, die sind schon ekelhaft. Kannst du den Geysir von hier öffnen? Ja. Okay. Oh, ich glaube, ich hab's. Wenn man den Geysir einfriert, dreht der Druck das Rad. Ja. Das hast du gut erkannt. Galopp. So. Ich würde jetzt nur gerne diesen Amboss ankommen. Der Klotz senkt sich ab. Okay, ja. Okay. Können wir noch was treffen? Nächster. Sehr gut. Aha. Siehst du von dem Klotz aus was? Lass doch die andere Kette zum Ziehen. Aber wie kommen wir dran? Nach oben bitte. Nein. So geht's nach oben. Was ist das? Eins von Quasirs Gedichten. Sehr anspruchsvoll. Okay. Du solltest alle sammeln, die du findest. Okay. Sollte Quasirs Gedichte suchen. Okay. Ja, bei Elden Ring wirst du bestraft, wenn man nicht den Erkundungsdrang hat.
finde ich absolut legitim, absolut. Aber wie gesagt, es sind Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre an Arbeit, die hier drin stecken. Und dann ist es okay, dass man den Menschen, die das auch irgendwie wertschätzen, das zugute kommen lässt. Junge, sag mir doch bitte, was genau du dir von Tyr zu lernen erhoffst. Naja, wie gesagt, ich hoffe, dass er mir etwas über Loki erzählen kann. Ich würde auch gern seine Geschichten hören. Von Reisen in andere Länder, von Riesen und vielleicht, wie es damals war, zu kämpfen. Aus reiner Neugier natürlich. Kombination. Hoffen wir, dass Tyr in Plauderlaune ist, nachdem er so lange eingesperrt war. Nicht alle von Odins Gefangenen sind so charmant und redegewandt wie ich. Wir haben keinen Beweis, dass Tyr hier ist. Hashtag abgehoben. Ja. Aber voll in Ordnung. So. Perfekt. Wir arbeiten uns schön durch. Und finden dabei einen Haufen Zeug. Schlackenablagerung. Keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Aber ich möchte gerne mit der Weltenstange. Das Erdbeben vorhin. Es noch eins geben wird? Bestimmt. Unwahrscheinlich. Aber geologische Störungen sind in der Regel unvorhersehbar. Wenn die Geysire und der Geruch hier durch Fimbulwinter zugenommen haben, dann die Erdbeben vielleicht auch. Ja, da könntest du recht haben, Junge. Ja. Da gehe ich auch mal stark davon aus. Ach, guck mal, wir haben das Dorf erreicht. Davon. Wow, das sieht wie eine Stadt aus. Herzlich willkommen in Mit Avenir. Und die Jungs und Mädels haben Angst vor uns. Oh. Hey, Zwerge! Ja. Oh. Sie rennen weg? Mhm. Ein Alarm. So einen Alarm würde ich nur auslösen, wenn ich meinen Körper noch hätte und fürchten müsste, ihn zu verlieren. Aber warum wegen uns? Sie haben Angst. Richtig. Ganz sicher ein Alarm, fürchte ich. Sie verstecken sich alle. Wachsam bleiben. Ja, da. Ist noch irgendwas? Hier? Nö. Aber wir kriegen das hin. Ihr werdet uns noch zu lieben lernen. Und werden wir euch überzeugen müssen. Ich hab auch meine zärtlichen Klingen dabei. Hey! Können wir kurz mit euch reden? Bitte. Die helfen uns sicher nicht. Nö. Suchen wir Sindaris Taverne lieber auf eigene Faust. Was ist das? Okay, da komme ich noch nicht durch. Oder ich muss ein Rätsel lösen. Darf ich auch noch nicht verwenden? Ah. Sindaris Taverne. Ist das eine Statue von Odin? Er muss hier echt beliebt sein. Oder gefürchtet. Ja, sowohl als auch, denke ich mal. Erstmal looten. Guck mal, was seid ihr ja wieder? Mister! Ach komm. Ein Vogelspion weniger. Ja. So. Ein von 48. Ich habe sie ja auch im letzten Game Sandy. Leider nicht alle gefunden. Hallo, ich bin weniger überrascht, denn ich wusste, dass ihr hier seid. Ich habe was für euch. Oh, was hast du denn für uns? Sprich. Was ist los, Zwerg? Ich bin froh, dass ich wenigstens noch einmal hier war, vor Ragnarök. Och, könnten diese Pflastersteine reden? Lieber nicht. Dann hätten sie Münder. Dreckige, widerliche Münder. Oh, unter anderem. Darf ich deinen Bogen kurz haben? Oh, Gott. Ach, den solltest du dringend mal ersetzen. Die Vorteile von gewissen Materialien... Au!
In ihrer Empfindlichkeit gegenüber Schallschwingungen wollte ich schon seit ziemlich langer Zeit genauer untersuchen. Danke, dass du es jetzt versuchst. Was wird es diesmal? Geduld. Ich finde, am besten sieht man so etwas in Aktion. Wow. Ah. So. Oh, ziel auf dieses Tor dort. Doch bevor du schießt, sag Skalva. Okay. Skalva. Skalva. Ah! Ich hatte nicht gedacht, dass du die Hälfte aller Kreaturen in Nidavellir abschreckst. Woher sollte ich wissen, dass die da sind? Links von dir! Ziel erledigt! Das ist schön. Arm, 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 arm. Gauber! Gut, also, Dürrling. Ja, hallo. Sindri, weißt du, wo die Taverne ist? Sehe ich aus, als ginge ich in schmutzige Tavernen? Ja. Aber die Kanalisation, in die du ein Loch gehauen hast, sieht ganz gut aus. Für dich. Sie müsste auf die andere Seite der Stadt führen. Okay. Andere Türen stehen euch hier auch nicht offen. Endlich. So. Einfacher Auferstehungsstein. Gilt diese Ausgangssperre echt wegen uns? Meine Güte, ja. Odin hat dieses Reich so fest im Griff, dass jeder Außenseiter als Bedrohung gilt. Typischer für Odin geht's nicht mehr. Ah. Sehr schön. Was darf ich fertigen? Ich habe leider nichts, was du machen könntest. Nee. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir haben einen Auferstehungsstein und das ist praktisch. Weil ich im Moment anscheinend sehr zum Sterben neige. Jetzt gehen wir erstmal dahinter. Und sagen, Skalva. Danke. Okay. Noch ein Gedicht von Quasi. Quasi Gedichte. Und? Schlackenablagerung. Okay. Ja. Bisschen Sachen wären schon cool. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich vielleicht ein Upgrade brauchen kann. Ich weiß nicht warum. Aber stets zu Diensten. Ich habe nur unter Verkaufen. Was da? So. Ich reinige mein Werkzeug. Ja. Achso, ich kann nur einen kaufen. Okay, gut. Nichts für dich dabei? Nee, leider nicht. Tut mir leid. Dann gehen wir weiter. Viel Glück. Nein, eigentlich nicht. Außenseiter gilt als oder vielleicht Bedrohung. Nur gering weniger. Ist das dem Schutz der Zwerge? Es klingt so. Aber wie ich Odin kenne, steckt noch was anderes dahinter. Also, hier verstecken sich auch alle. Odin hat seine Klauen wirklich tief in diese Welt geschlagen. Ja. Aber es gibt keine Wachpatrouillen. Also keine Bedrohung. Wozu verstecken? Statuiere ein Exempel an dem, der sich wehrt. Und der Rest bleibt gefügig. Mhm. Selbsterhalt kann selbst die Tapferkeit des Stärksten überwiegen. Durch Wurf sind sie sicher und am Leben. No. Sein. Vielleicht klopfen sie einfach an Türen und fragen nach dem Weg.
Nein, wir looten erstmal das ganze Dorf. Sieht aus wie ein Artefakt des Zwergenwiderstands. Eine Brandbombe vom Kopf der Anti-Odin-Propaganda während Dürrlins Rebellion. Sie war ziemlich brillant, bis sie zu weniger subtilen Mitteln des Widerstands griff. Brock möchte die Dinger vielleicht zurückhaben. Besser in seinen Händen als hier draußen. Ja, verstehe ich. Bomben einfach rumliegen lassen ist jetzt auch nicht so der gängige Weg, glaube ich. Was? Oh wow, Sindri hat mich übertrieben mit der Empfindlichkeit. Okay. Ich würde aber gerne hier sowas da looten. Da komme ich raus. Ich glaube, da ist etwas. Wo, was, Bambi? Entschuldigung, aber wir suchen... Nichts für euch. Mir egal, was ihr wollt. Kein Essen, keine aufmunternden Worte, kein Nichts. Verschwindet! Okay. Ein richtig charmanter Kerl. So. Was ist das? Wir brauchen dafür wohl Spezialausrüstung. Ah, okay. Die werden wir wahrscheinlich bald kriegen. Okay, gut. Eine sehr schöne Stadt. Ne, eigentlich keine Energie. Hat nachgeschaut. Okay, wir müssen viel mehr auf Angriff gehen. So. Okay. So, wo ist jetzt diese Taverne? Ist das da? Nein, auch nicht. Das haben wir freigeschalten. Passen wir durch. Wer oder was ist die Taverne? Entschuldigung, aber du standest im Weg. Keiner. Da sind wir doch raus. Na komm, gehst du jetzt doch wieder raus? Danke. Wir kriegen das schon raus. Wir kriegen das schon raus. Der Boden ist auch ziemlich kaputt. Nice. Und der peitscht so schön, der Sound. So. Was ist die Taverne und wieso komme ich da noch nicht durch? Auch nicht. Nein. Okay.
So, was hat er jetzt mit diesem Brunnen auf sich? Oder war das einfach nur eine Finte? Also liegen, zocken war echt angenehmer. Ich glaube, wir werden dann auch mal eine liegende Runde machen. So, wie komme ich zu dir rüber? Das kann man so kaputt machen, ja. Können wir das aufschlagen vielleicht? Ich denke, dass das da drüben die Taverne ist, aber wie soll ich da rüberkommen? Okay. Dann. Ist hier? Jetzt. Dann reden wir nochmal mit dem Ding. So, und. Wir gehen mal kurz in die liegende Position. Ich mache mal ganz kurz die Cam aus, ne? Bei Googie heißt es Dino Time, bei mir heißt es ich gehe mal einschonen. So. Ach Gott. Deutlich angenehmer. Ach Gott, aber dann kriegt ihr mich nämlich nicht in die Cam. Das ist halt das. Deswegen machen wir das halt jetzt so. Also kann ich mein Bein ein bisschen entspannen. So, gib uns mal eine Spezialausrüstung, bitte. Du hast doch bestimmt irgendwas, oder? Was immer du brauchst. Zurückgelassene Dinge. Das Ding gehörte einem Rebellen, oder? Ja. Okay. Irgendwas übersehe ich, aber was? Was übersehe ich? Wir haben einen Bogen bekommen, wir sind in einem neuen Abschnitt, aber irgendwas kriege ich nicht auf die Kette. Und du willst mir nichts geben. Dann schauen wir mal drüben. Es muss ja irgendwas damit zu tun haben, weil er hat uns den Bogen gegeben, dass wir hier durchkommen. Kein Thema. Haben wir gemacht. Übrigens ist das eine sehr saubere Kanalisation, wenn ich das mal so anmerken darf. So. Da bin ich. So, ich muss da hoch. So, zoomen. Ah. Jetzt wird ein Schuh draus. Ich bin nur den falschen Weg gegangen irgendwie. Danke. Man sollte nur richtig laufen und schon. Das sieht doch gut aus, oder? Nicht wie ein Wohnhaus. Wenn er hier ist, sollte ich vielleicht das Reden übernehmen. Du. Na, er soll keine Angst vor uns kriegen. Du bist ein Hühner mit einem abgetrennten Kopf am Gürtel. Nur zu. Stimmt irgendwie. Also gut. Okay. Ist der das? Das weiß man nicht, aber es sieht so aus, ne?
Ein Hühne mit einem abgetrennten Kopf am Gürtel. Oh, hat er wohl nicht ganz unrecht. Hallo? Seid auf der Hut. Offenbar sind Eindringlinge unterwegs. Oh, das sind bestimmt wir. Tja, wenn ihr vorhabt, mich zu töten, lasst mich erst mein Lied beenden. Ja, klar. Dieser Alarm war genau der perfekte Ton. Wir suchen nur nach einem Freund von uns. Er heißt Dürlin. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Dürlin hat keine Freunde mehr. Aber wenn ihr das wollt, nehmt diesen Weg dort hinten. Dann seht ihr das Sicherheitsbüro gleich jenseits des Flusses. Aber macht uns anderen bitte keinen Ärger. Und während ihr durch diese Welt reist, räumt ihr vielleicht das Chaos von diesem Kopf weg. Welches Chaos? Erklär ich später. Ich will von diesem Chaos hören. Ja, die Maschinen in der Bucht. Warum fragst du nicht den arroganten Schädel? Kopf! Ich habe Haut! Aber er hat recht. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir sollten sie ausschalten. Okay. Praktisch schon eine Sidequest angenommen. Die werden wir auch machen. Die Bergbaumaschinen stilllegen. Karte. Ah ja. Ja, wenn wir schon dahinter sind, dann können wir das natürlich gleich machen, ne? Odins Raben in dieser Stadt haben wir auch erledigt. Ein Wissen gibt's noch und eine legendäre Truhe gibt's auch noch. Okay. Praktisch. Tut mir leid, eines noch. Wobei, ich beschenke euch, also sollte es mir nicht leid tun und ihr solltet dankbar sein. Egal, hier, Vorsicht damit. Wunderschön. Danke, Sindri. Es ist wunderschön, nicht wahr? Und auch sehr nützlich. Damit kannst du alles finden, was dein Herz begehrt. Echt? Wirklich? Solange dein Herz die Orte begehrt, zu denen du und dein Vater gemeinsam reisen wollt, dann ja. Es ist ein Kompass. Ja, ein wunderschöner Kompass. Jetzt los mit euch. Praktisch. Okay, kann ich damit... Das will ich rausfinden. Kompass und Karte. Zwergen, Kompass und Karte können Kratos zu Zielen führen. Drücken Sie die linke Seite. Nehmen Sie die linke Seite der Touch-Taste, um die Karte zu sprengen. Okay. So, mit L bewegen Sie sich auf der Karte umher und zoomen Sie heran. Okay. Drücken Sie L3, um die Karte in aktuelle Position zu zentrieren. So. Die Seitenleiste zeigt den Fortschritt der laufenden Aufgaben. Drücken Sie um zwischen bla 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 bla. Ja, und jetzt? Verfolgen Sie das goldene Symbol, um auf dem Pfad zu bleiben, oder verfolgen Sie Gefallen, indem Sie die blauen Symbole im Kompass heften. Ja. Klar. So. Deutlich angenehmer. Meine Güte, ich hasse es, wenn Sie mir das Rennen nehmen. So, kann ich jetzt mit diesem Kompass diesen Bereich betreten da hinten oder nicht? Nein. Gut. Gut, gut, gut. Aber es ist schön, dass wir da oben die Navigationsleiste wieder haben. Das ist ein durchaus hilfreiches Item. Okay, ich darf hier nicht um mich schlagen, weil ich habe ja versprochen, dass ich... Ich bin ja auch ein Netter.
solange ich Kaffee habe, bin ich ein Netter. So. Okay. Aber mehr kann ich da jetzt erstmal nicht machen. Kommt. Bestimmt gibt es hier ein Boot. Ja, bestimmt. Es klang jetzt, als wäre Durlin eine Art Rebellenanführer. Aber ihm scheint niemand zu folgen. Wäre ist hier das Schlüsselwort, kleiner Bruder. Kleiner Bruder? Da hat nichts geblinkt, aber da hat was geblinkt. Hacksilber. Hacksilber ist im Ruf. Was haben wir hier? Na komm. Hallo. Hallo? Willst du es nicht aufnehmen oder was? Danke. Noch mehr Hacksilber. Praktisch. So. Da hinten war ein Dock. Vielleicht liegt dort ein Boot, mit dem wir zu Dördling kommen. Ja. Ist ja auch voll in Ordnung. Mythisches Tor. Wir können endlich direkt hierher reisen, ne? Weil wo kann man auf jeden Fall mal abkürzen. Gleich bei den Felsen hinter mir ist ein Gebäude. Vielleicht sollten wir dorthin. Ja, sieht so aus. Sehr unauffällig, dieses Gebäude. Deswegen werden wir da definitiv nicht fahren. Die verdammten Bergbaumaschinen. Was ist damit? Der Skalde hat recht, mich zu beschuldigen. Sie waren meine Idee. Wenn Zeit ist, sie sind in der Bucht gleich hinter dem Tunnel. Okay. Ja, dann gucken wir uns das Ganze doch mal an, oder? Ich würde es begrüßen, wenn wir uns die Bergbaumaschinen im See auf der rechten Seite ansehen. Man sieht von hier aus die Rauchsäulen. Ja. Aber wenn du jetzt nicht erkunden willst, zu Dödlin kommt man offenbar durch das offene Tor links. Ah, wir kriegen die Wahl. Offen im Game gefragt. Und wo lang gehen wir? Das finde ich cool. Das finde ich nice gemacht. Wir könnten uns vor Tiers Rettung noch vorbereiten. Liegt bei dir. Runenkraft Tau, einzigartige Ressource, ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums, bla bla bla, viel zu schnell weg. Mimir, hast wirklich du diese Maschinen bauen lassen? Odin wollte die Zwerge unter Kontrolle haben und, tja, ich überzeugte ihn, sich ihre Loyalität zu erkaufen, anstatt sie einzufordern. Eine Art Handel. Ich habe Odins Raben gesehen da hinten. Hallo, wie wär's, wenn du da landest? Kannst du da nicht parken, oder? Danke, okay, geht doch. So. Ein mythisches Tor wird zur Karte hinzugefügt. Warum ist es? Da ist es. Eine Pause vor dem Besuch bei Durlin? Sehr weise. Er kann anstrengend sein. Oh ja, und du hast was für mich? Ich feuere die Schmiede an. Okay. Stärke, Abwehr und Vitalität plus 10. Das klingt gut, aber ich habe nicht genug Erz. Dann werde ich wohl... Übrigens, wenn ihr zu den Bergbaumaschinen in der Bucht geht, könnt ihr mir Schlacke mitbringen? Ich bräuchte sie als Herstellungsmaterial. Na klar. Huh!
Nice. So, dann werden wir mal Sidequests. Muss auch mal sein. So. Na komm. Aber man merkt, dass Kratos im Vergleich zum letzten Game aber auch ein bisschen sich ein bisschen steifer bewegt. Irgendwie. So. Nein. Immer noch hier? Was? Die Insel in der Nähe des Geysirs. Okay. Wir müssen den Schlüssel von dort holen und diese Tür aufschließen. Wir müssen... Ich muss einen sehr alten Fehler wiedergutmachen. Verdammte Draugarlöcher! Wir müssen die Druckpuppen mit sicher alle auslöschen! Du stehst in Flammen, aber das wusstest du wahrscheinlich. Hinter dir, vor mir! Schnell! Wow. Wow, ich werde sterben. Ja, Moment. Komm her. Komm. Oh Mann. Die vier sind echt heavy. Das glaubt man gar nicht, dass der. Aber der hat echt Bums. Auf ein neues, wir kriegen das hin. Na komm. Da lobe ich mir wirklich entweder die PS5, die hat echt bessere Ladezeiten, oder PC-Game. Das ist... So. So. Alter, weich halt aus! Komm schon, Kratos. Wow! Echt jetzt? Also diese Feuerresistenz von ihm ist echt schlecht. Aber ich will den packen.
Ich schaffe ihn ja schon eigentlich bis auf die Hälfte runter. Aber wow. Wow. Heavy. Und jetzt bin ich auf ausgewogen. Und da habe ich schon humane Schwierigkeiten. Und ein bisschen auch meinen Fehler, klar. Aber. So. Gut. Was ist unter der Tür? Ein Gefangener, sozusagen. Okay. Dann wollen wir mal rausfinden, was da für ein Gefangener ist. Aber jetzt gehen wir erstmal dahin. Weil der da oben macht mir schon echt zu schaffen. Das sind ja meine zwei Lieblingskunden. Ja. Und Mimi. Maschinen? Dieser Rauch über uns. Dort wollen wir hin. Mal sehen, ob wir sie abschalten können. Gut. Den Draugar, den werde ich mir auf jeden Fall schnappen. Aber ich will ein Upgrade. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall dieses komische Erz. Schön eine Weile auf Midgard drauf zu sein. Ne? Gift zu deiner Linken! So. Bruder, der Grimm sitzt da ganz oben! Ja, den kriegen wir schon. Was willst du denn, ne? Was willst du? Nachtmagen! Ach nein. Bitte nicht. Linke Seite! Bam. Du haust erstmal ab. So. Über dir! Ja, von allen Seiten, ne? Von allen Seiten wollt ihr was von mir. Bin ich so fame oder was? So. Betäubt! Greif an! Ja. Gift! Von oben! Komm her. Der letzte. Wo ist er? Hör dich. So. Opfer. Die Maschine ist wahrscheinlich vollgestopft mit hilfreichen Materialien. Ich würde alles nehmen, was sie hergibt. Okay. Jetzt erstmal gucken, was hier überall so rumliegt an Loot. Ich brauche auf jeden Fall Material. Das ist nicht zu knapp. Ja. Okay. So. Komm mal her. Wow. Was ein Hochofen. Wenn die Zwerge einen Handel mit Asgard schlossen, was ist daran schlimm? Der Handel ist reine Ausbeutung.
Es war ihre Wahl. Arbeitet oder sterbt ist keine Wahl. Ich hab's nur so aussehen lassen. Oh. Was du da hast, ist reines Svartalfame-Erz. Es wird in der Maschine nicht mehr von Nutzen sein. Mhm. Aber vielleicht können unsere Huldu-Brüder was draus machen. Ja. Das hoffe ich doch auch. So, wir haben hier eine Rune. Ah, warte. Eine Rune. So, wo ist die nächste? Okay, das muss von da oben passieren. Ja, irgendwie muss ich das im... Nein, aber... Ah, ich hab eine Idee. Danke. So, Rune 1, Rune 2 und wo ist Rune 3? Wo ist Rune 3? Oh, muss man da übersehen. Da ist nix. Wo ist Rune 3? Praktisch sowas. Okay. Ein Bogen, der auf seine Reichweite beschränkt ist. Bist du mein Runenlicht? Irgendwo muss es ja sein. Wo übersehe ich dich? Du musst hier irgendwo in der Nähe sein. Ganz so weit weg kann es nicht sein. Ist wahrscheinlich so simpel, dass ich mir richtig in den Arsch beiß, wenn ich es dann finde.
So. Da unten? Nein. Okay. Gehen wir mal ein Stück zurück. Nur ein Stück. Es kann ja sein, dass es hier im Vorhof, sag ich mal, ist, aber nein. Das würde auch fast keinen Sinn ergeben. Das würde Sinn ergeben, wenn man es von hier erreichen könnte. Aber das ist auch nicht. Nein. Ich dachte, ich hätte irgendwas Blaues gesehen. Okay, das ist der Schwinger darüber. So, die Rune haben wir. Ist noch nicht. Das ist aus, da brauchen wir jetzt kein Feuer mehr entfachen, das wäre schlecht. So, wir haben eine da drüben, wir haben eine hier, also müsste sie theoretisch vom Verteilungsmuster in dem Bereich hier irgendwo sein. Können wir an der Kurbel irgendwas machen? Nein, die ist nur dick. Und da können wir auch nicht wirklich hinlaufen. Okay, die können wir auch nicht wegschlagen. Normalerweise sind die Runen immer in der Art Dreieck aufgebaut. Ah. Sag ich doch. Immer ein ähnliches Muster. Es ist immer irgendeine Art Dreieck. Und wir haben ein bisschen mehr Leben bekommen. Achso, jetzt brauche ich zwei Äpfel. Alles klar. Ah, Staffel. Vater, ist das immer moralisch, etwas zu töten, das dich töten will? Ja. Tja, da hast du's, Junge. So. Okay. Dann halt. Ist das etwas Wartalfheim-Schlacke? Gib die her. Soll's was Bestimmtes sein? Ja, gerne, das da. Hey, was ist mit den Rüstungen passiert, die wir dir schon gemacht haben? Hab sie benutzt. Tja, vielleicht kannst du auf diese besser aufpassen. Werde ich nicht. Was von der Maschine. Sehr schön. Finde ich gut. Finde ich gut. Leider nicht genug, aber. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr schön. Was es auch sein soll, ich mach's. Ah, habe ich im Besitz. Okay, gut. Pass auf! So, dann gehen wir mal Richtung Fähigkeiten. Wir haben nämlich hier ein bisschen was dazu gewonnen. Rachsüchtige Sichel. Zielen und halten sie eins gedrückt, um die Eternax aufzuladen. Schlecht. Ja, das ist doch gerade eben sehr schön. Führen Sie Nahkampfangriffe mit schnellen Folgen aus, ohne Schaden zu nehmen. Das klingt doch sehr gut, nehme ich. Drücken Sie R2 während Froster Wache, um einen Hieb nach oben auszuführen. Nehmen wir. So, der hat erstmal nichts, aber
So, ihr wisst, was jetzt kommt. Wir haben eine neue Rüstung. Wir haben neue Moves. Wir probieren es nochmal. Nein. Hab ich nicht. Ich könnte natürlich auf SSD ausrüsten. Aber ich habe jetzt den Standard verbaut. Wir müssen die sicher alle auslöschen. Boah, komm, ja, genau. Das ist Alter, ist das geil. Erst schnell! Ja. Alter, du brennst, Kratos! Das geht vorbei! Alter, geh halt auf Glocken, wenn ich die scheiß Taste drücke. Das ist schlecht. Ich sterb gleich. Und der ist echt schnell. Ja, ich nutze ihn, aber er reagiert nicht. Alter, geht der mir auf den Sack? Keine Chance. Selbst wenn du ihn blockst. Und der ist echt schnell. Ist wirklich flink, also da müssen wir... Nee. Unter jetzigen Umständen noch keine Chance. Wir kommen zwar gut oder halbwegs gut gegen ihn zurecht. Man merkt auch, dass die Axt jetzt ein bisschen mehr Schaden macht. Aber noch keine Chance. Okay, dann gehen wir mal zum nächsten. So. Okay. Dann gehen wir mal zum nächsten. Warum ist hier eigentlich ein Truhe? Warum habe ich ihn noch nicht aufgemacht? Hier drüben, du hast was vergessen. Was habe ich vergessen? Danke fürs Aufbewahren. So. Okay. Wie sind diese Anlagen entstanden? Ich ließ sie bauen, um Erz für Bewaffnung abzubauen. Also okay. Quasi, um Ressourcen zu sammeln, die sonst an die Zwerge gegangen wären. Glaubst du, dass ohne die Dinger die Zwerge unabhängig werden? Ich weiß es nicht. Aber ich muss irgendetwas versuchen. Ja, da geht's ran. Den Geist hier brauchen wir dann noch. Dann kriegen wir nämlich einen Schlüssel und kriegen das Tor auf. Ob das jetzt aber so schlau ist, da aufzumachen, ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Es gibt auf dieser Insel noch eine Bergbaumaschine. Riechst du den Rauch? Warum sollten die Zwerge überhaupt freiwillig für die Asien arbeiten? Das hier ist dann das Herz. Du hast sie belogen. Ich habe sie belogen. Noch mehr Odins Gesichter. Okay. Wir könnten über dieses Aufzugding schwenken. Gerüst. Gerüst. Danke. Okay. Oh, guck mal, da unten wäre eine riesen Kiste. Okay. Ja. Okay. Interessant. Noch nicht richtig. Ja, ich möchte aber eigentlich auch da runter. Das muss die richtige Stelle sein. Ja,
Bis auf. Diese Fässer. Ich rieche Brennstoff. Ich wette, ein Funke von deinen Messern würde einen ziemlichen Knall auslösen. Ja. Da hast du richtig gewettet. Entschuldigung. So. Headshot. Wir könnten hier den Boden durchbrechen, wenn du eine Stelle findest, die hoch genug ist. Dann müssen wir auf jeden Fall zu diesem Geist hier. So, jetzt kommen wir schon mal nämlich dahin. Was gibt's hier Schönes? Kratos. Wütend. Kratos zerstören. Ja, komm. Kratos viel zerstören. Dafür gibt's auch viel Kacksilber. Ah, jetzt ja. Jetzt haben wir hier quasi freien Zugang. Was gut ist. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall das Ding hochfahren. Zu hoch, eins runter. So. Okay. Jetzt müssen wir nur noch nach Möglichkeit wieder hochschieben. Und ich würde gerne zu der Truhe da. Die Zwerge hätten die Maschinen selbst abschalten können. Ein paar haben es versucht. Die Einherja haben an ihnen Exempel statuiert. Sie töteten die Zwerge? Hättest du sie nicht aufhalten können? Ja. So. Okay. So werden wir jetzt. Ah. Wow. So. Ja, okay. So, deswegen musst du hier runter. Das sollte helfen. Dann können wir nämlich da oben weitermachen. Beeindruckend. Neue Runen gelesen, die Zerquetscherin. Okay. Ah, wenn der jetzt unten wäre, was er leider nicht ist,
Dann könnten wir jetzt darüber schwingen. Also müssen wir jetzt mal kurz das Ding wieder ganz runterfahren. Sonst kriegen wir nämlich die Aufgabe nicht. Oder die Truhe, besser gesagt. Und ich hätte sie gerne. Wenn ich schon da bin, dann nehme ich auch alles mit, was ich krieg. Ich schmiede das Eisen und pack selber. Ich habe eigentlich auf was anderes gehofft, aber gut. Man nimmt das, was man kriegt. Ist einfach so. So, und jetzt müssen wir das Ding wieder ganz hoch fahren und dann eins runter. Oder? Glaube ich. Ja, sieht gut aus. Na klar, sieht's gut aus. Also mein Spiegelbild. Zack. Der Steck abgehoben. War nicht so schwer. Okay, jetzt haben wir auch eine Abkürzung geschaffen. Wer weiß, vielleicht müssen wir ja nochmal von der Quest hierher. Ist alles möglich. So. Ja. Ah. Ja. Er klammert sich an die Wand. Wir müssen ihn runterholen. Hinter dir, pass auf! Ich hab auch keine Zeit. Ich muss erschwimmeln. Guten Morgen, Steffi. Morgen. Na, alles fit? Und auf der. Zack. Und Licht aus. Gut mit mir? Für die Schmiede von Svartalfheim war die Herstellung einer Waffe eine heilige Sache. Aber Odin wollte nur so echt viel klingen, wie er kriegen konnte, und zwar mal so schnell wieder wie möglich. Mit jeder gestohlenen Ressource und mittelmäßigen Klinge verloren die Zwerge ein Stück von sich selbst. Bevor wir aufbrechen, sollten wir vielleicht die Maschine überprüfen und sehen, ob sie was ausgespuckt hat. Hat sie. Haben wir durchgecheckt. Entspann dich. Schlägst und redest, hört man nichts. Oh, wir können speichern. Laden? Ah, automatisch speichern. Das sollten wir vielleicht mal tun, oder? Speichern ist doch mal eine schöne Erfindung. So. Dann gehen wir halt in der Gesamtlautstärke mal um 2 runter. So. Alles kein Thema. Für jeden das beste Erlebnis nach Möglichkeit. So. Die Komplettabkürzung. So, weil jetzt können wir da nochmal rüber. Okay. Dann schauen wir doch mal, was uns das bringt. Wenn wir das Ding ganz hochfahren. Die Zwerge haben wegen dir überlebt.
Da hast du nicht ganz unten. Odin hätte jeden einzelnen Zwerg in Svartalfheim ausgelöscht. Wenn er ihre Fähigkeiten nicht nutzen konnte, sollte es niemand. Schlag und rede mal, ja. Im nächsten Kampf können wir das gerne machen. Bam. Hello there. Hoffentlich. Oh, große Kiste. Nehmen wir natürlich gerne. Bam, 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 bam. Vielleicht kam es noch. Alles gut. Leichter Runenangriff. Schnelle und rotierende. So, Leviathan-Axt. Okay. Nierdsturm. Ein schnell rotierender Nahkampfangriff, der umstehende Gegner fasst und erheblichen Schaden verursacht. Yo. Kann ich den auch aufwerten? Ach, der kostet meine Erfahrungspunkte, um ihn auszuwerten. Okay, dann suchen wir das gut aus. Ich will ja auch meine Angriffe verbessern. So. Dann gehen wir noch da rein. Und jetzt gehen wir mal zu Erfahrungsfeld Nummer 3. Dann haben wir die Sidequests erledigt. Vielleicht kriegen wir was Geiles, weil der Kampf mit diesem Geist der Raugar, ne, der ist super nervig. So. Ist irgendwo da drüben. Und zu dem Geist hier müssen wir auch, den müssen wir noch einfrieren. Aber da gleich hin. Viele Geschichten hast du über Odin und Thor erzählt und all ihre bösen Taten. Mal sehen, an wie viele wir uns erinnern. Vater braucht wohl eine Gedächtnisauffrischung. Mein Gedächtnis braucht keine Auffrischung. Sie überfielen unser Zuhause. Ja, aber ich rede von der Vergangenheit. All die anderen, die sie verletzt haben. Mal sehen. Genug. Das setzen wir später fort. Ja. Ich will diesen... Der Schlüssel zu dieser Wachturmtür sollte irgendwo auf dieser Insel liegen. Okay. Ach komm. Okay, dann mach doch mal weg. So. Galva, Galva, Galva. Mach sie alle platt. Oh, hi. Gut. Ja, dann wie wär's, wenn du mal deine Scheißbeine nimmst und dann mal mit denen die Gegner erledigst. Wow, was war denn das? So viele Scheusale. Wo kommen die alle her? So. Komm auf diesem Nest! Ja. Weg von dir! Stör das Nest, sonst gibt das kein Ende! Ach, an sich ja nicht schlimm, weil Erfahrungspunkte und so. So. Okay, da geht's hoch. Das heißt, wir gucken erstmal hier. Da kommen wir noch nicht durch. Dann gucken wir mal. Bam, 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 bam. Jetzt ist es besser. Danke. Ja, noch so ein kleiner Scheißer. Hier unten wirkt der Boden schwach. Ja, ich weiß. Dieses Zahnrad wieder einfrieren. Ja.
Vielleicht kommen wir mit dem Aufzug höher. Von da oben wäre der Boden leichter zu durchbrechen. Ja. Das ist mir schon bewusst. Junge. Hühne. Angehender Hühne. Das sind ja ein Hühne mit einem abgetrennten Kopf, ne? Das haben wir ja schon gelernt. Okay, er war wirklich unten. Hey, da hinten. Könnten doch zum Aufzug klettern. Ja, ja. Ich habe jetzt das Ding nicht als Aufzug gesehen, tut mir leid. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und zack. Ah. Wir müssen auf das Dach von dem Aufzug. Weil der Boden kaputt ist, deswegen. Naja, gut, 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 gut. Deswegen auch klettern. Jetzt ergibt das Ganze Sinn. Heute Abend ab ungefähr 21 Uhr, vielleicht auch 20:30. Musst du von da oben den Boden durchbrechen? Ja. Also auf jeden Fall, wenn die Kinder. Ach komm, nicht blockbar. Vorsicht, links! Ja, ja, ich hab schon mitgekriegt. Nicht blockbar, ja. Achtung, hinter dir! Deswegen nehme ich jetzt so einen Rundumangriff. So. Rechte Seite, Bruder! Wie wär's mit Blocken? Okay, machen wir das so, machen wir so, kein Thema. Mal so. Hinter dir, Bruder! Hinter dir, pass auf! Ja, vergiftet. Hallo, achso. Ich habe die falsche Taste gedrückt zum Ausweichen. Gewohnheit. Ja, ist ja gut. So. Das ist ein ekelhafter Gegner. Ja. Oh, mehr. Ich glaube, das ist blutig genug. Immer noch. Das ist immer noch meine Meinung. Das sollte reichen. Emir, ist der das? Ekelhafte Gegner. Bestiengebein. Oh, nice. Wachturm. Das ist der richtige Schlüssel. Jetzt müssen wir zum Wachturm an der Küste gehen. Und dann werden wir sterben. Hundertprozentig werden wir sterben.
Betze, ja. Genau. Was verheimlichst du? Du musst mir einfach vertrauen. Du musst mir einfach vertrauen. Ja. Okay, komm. Ausprobieren. Wenn er sagt, wir müssen ihm vertrauen, wir probieren es aus. Kein Thema. Atreus, du wirst besser. Schneller. Vielleicht werde ich mal besser als du, hm? Wenn nicht, habe ich versagt. Da hat er wohl recht. Ich meine, wenn Kratos dein Ausbilder ist, war, dann solltest du auf jeden Fall eine gute Basis genossen haben. Nein. War deine Stimme? Gehen wir weiter, Junge. Ja, unter anderem. Steck einfach den Schlüssel in das Schloss. Okay. So, könntest du die Trommel einmal schön laut schlagen? Na klar. Ist das laut genug? Was? Da kam also die Stimme her? Ich hatte gehofft, dass er inzwischen entkommen wäre, aber wir müssen ihn von seinen Fesseln befreien. Okay. Wer oder was bist du? Okay. Ich bin neugierig. Sorry. Tut mir leid, ich muss jetzt die Insel erkunden. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Dass dieses Ding da ist. 38, ja. Richtig. Ist das ein Pokal oder was ist das? Was ist das? Ein Lingbacke. Ich habe ihn gefangen. Vor vielen Jahren. Für Odin? Ja. Ich dachte, es wäre eine fantasievolle und imposante Art, seine Gunst zu erlangen. Wirkte es? Allerdings. Diese Kreatur, du hast sie versklavt. Ja. Ja. Aber warum? Weil ich dumm und jung war. Wann bist du älter? Ich wusste nicht, wie es sich anfühlte, jahrelang an einem Ort gefesselt zu sein, wo man an nichts anderes denken kann, als an den Schmerz. Achtung, hinter dir! Arm, und weg, und tschüss, und ratsch. So. Nice. Naja, doch, ein Monat macht schon was aus. Monat ist schon relevant. Ja. Bei Zwillingen geht es um Minuten. Also von daher. Ja. Ist so. Ja, guck mal. Mach mal auf da. Ach, schneiden. Durchtrennen Stahl. Ja, Flossen haben wir auch angekettet. Wow. Würdest du... Das ist schon hart. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wow. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber das ist absolut imposant. Leidet. Aber wir befreien sie.
aber sie wird immer in Ketten sein. Das wissen wir beide zu gut. Jetzt die andere Flosse. Vielleicht erreichen wir sie hinter den zusammengestürzten Trümmern. So. Immer dir, Vater! Ja, mach was dagegen. Ich hasse Nacht, Mare. Betäubt! Halt an! Bam. Will ich mir sein oder werden die immer hässlicher? Du bist wütend auf mich, nicht wahr? Nein. Ich weiß noch, wie sich ein Joch um meinen Hals anfühlt. So etwas wünsche ich niemandem. Momentan hat mich nur der Anfang des Spiels gepackt. Ja, aber ich finde vom Level-Design her, einfach nur vom Aufbau des Ganzen, das ist schon nice. Also haben sie echt schön gemacht. Wirklich liebevoll. Gut, dass du die Runen erlernt hast. Zum Abbau von Ressourcen. Beim Ausführen des ersten Schlages unbedingt eine Axt verwenden, keine Spitzhacke. Eine Hacke geht zu tief, das führt zu einem Blutbad. Wenn jemand ein Blutbad anrichtet, muss es jemand wegwischen. Vor der Dämmerung ist die beste Zeit zum Ernten. Trunkenheit und Desorientiertheit sind vor Sonnenaufgang immer noch stark, sodass die Wahrscheinlichkeit von Unfällen viel geringer ist. Immer Ohrstöpsel tragen. Wichtig. So. Okay. Interessant. Ja, ja, komm. Komm her. Ja, ja, schon gesehen. Treffer! So. Hau ab! Hau ab! Wozu diese Versklavung? Das Fett war eine gute Ölquelle. Für Odins Laternen. Öl. Für Laternen. Egal, wie wütend du bist und wie sehr du mich hasst, das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich für mich selbst fühle. Mhm. Okay. So. Die Flosse. Könntest du nicht. Ja. Jetzt fehlt nur noch der Schwanz. Achtung, Scheusalnest. Ja, das ist ein Problem. Kaulbar! Da. Im Nest war so ein Gerät versteckt. Dachte ich mir doch. Meine Belohnung und so. So. So, und zack. Und dann mache ich mal die Tür auf. So. Nur noch. Wo geht's jetzt wieder weiter? Orientierungslos und Spaß dabei. Genau. Und das haben wir freigesetzt, das heißt, wir kommen hier in den Kreis.
Ah, da. Oder? Genau. Da unten ist ein Dock, aber es scheint blockiert zu sein. Ja. Verstehe schon. So. Vielleicht führt das Dock zum Schwanz. Gehen wir zum Boot zurück. Mhm. Macht Sinn. Du sprachst nie von dieser Kreatur. Überrascht dich das? Dass sich ein alter Mann für seine Fehler schämen könnte? Nein. Im Gegenteil. Das ist in Ordnung. Ich dachte, ich hatte gehofft, dass die Kreatur schon längst verstorben ist. Aber die Asen waren wohl zu faul, ihr den Gnadenstoß zu geben, als sie nicht mehr nützlich war. Töten wir sie? Nein. Nicht, wenn wir sie retten können. Ja. Könnte natürlich auch passieren, dass wir sie töten müssen, ne? Bin ich jetzt mal gespannt. Das Prinzip mit einer Insel auf einem Tier, das ist schon... Ich meine, es ist altbewährt. Das gibt es in vielen Mythen. Gut, wir können vom Dock zu seinem Schwanz. Tja. Zu seinem Schwanz. Gut. Du willst das gebrochene Wesen retten. Ich weiß, was es heißt, gefangen zu sein. Oh, die God of War-Reihe ist und wenn nichts mehr ein Erlebnis. Ist, was meinst du damit? Machen wir weiter. Na, guck mal an. So. Hinter dir! Ja. So. Du haust ab. Nachtmahl braucht ein Mensch. So. Hinter dir, Bruder! Grimm da oben! Hol ihn runter! So. So, komm her. Wer schießt hier? Wer will? Wer schreit? Hinter dir! Pass auf! Na, ich hab Zeit. Ich muss den da erstmal erledigen. Hinten, vorne. Kannst du dich mal entscheiden, bitte? Das ist der letzte. Okay. Hat sich gelohnt. Erstmal raus, muss mich fertig machen. Alles klar. Have a nice day. Dankeschön fürs Reinschauen. Und viel Spaß bei whatever you do. Müssen wir noch schauen, wie wir da an die Truhe rankommen. Da brauchen wir nämlich etwas zum Werfen. Und schlagen. Okay. Da kommen wir an die Schwanzflosse.
Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir was dafür. Ah. Dann viel Spaß dabei. Der Schwanz muss auch angekettet sein. Ja, klar. Das musst du, weil wir von hier nicht hinkommen. Mit dem Seil sollten wir näher zu unserem Ziel kommen. Gehe ich auch mal davon aus. Dann gönn dir das. Es muss sein. Kaffee muss sein. Flüstertafel. Herstellungskomponente. Okay. Rundschild des Ärgers. Ein Rundschild mit einem Zorn an. Nice. Dann ein neues. Ach, jetzt auch. So. Oh, ja. So, du bist frei. Was ist los? Vielleicht braucht er ein wenig Ermutigung. Könntest du mich näher an ihn heranbringen, von Angesicht zu Angesicht? Na klar. Wenn du das wünschst. Was ist das? Ja, damit können wir noch nichts anfangen. Ja, nicht so schlimm. Wir haben auf jeden Fall wieder etwas geschafft und wieder Erfahrungspunkte für uns gewonnen. So. Ihr glänzt so schön golden, ne? Wahrscheinlich zu früh, aber hier wird es irgendwas Geiles geben. Wahrscheinlich mit einem schönen Kampf verbunden, aber es wird was geben. So, ich würde jetzt aber trotzdem gerne noch einen Bereich schnell durchforsten. Diese Kreatur, die Bergbaumaschinen, das sind Fehler, Mimir. Aber sie sind Odins Schuld. Das ist keine Entschuldigung, Junge. Aber danke, dass du das sagst. Kein Thema, ich bin ja vorbereitet. Kein Thema. So. Aber hat er lang gehalten, da. 5 Stunden. Das ist nicht schlecht. So, ich will das da. Erstens will ich die da. Und dann will ich den Loot hier. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Und wenn wir nur hier abkürzen können und hier auch praktischerweise ein Boot steht. Egal wo du einsteigst, es ist immer ein Boot da, das ist praktisch. Es können also nicht alle Zweige, was Brock uns hinwehtun, ja? Sich zwischen den Welten bewegen und irgendwo auftauchen. Ja, das ist eine seltene Fähigkeit. Die vermutlich von einer geheimnisvollen Zwergengilde bewahrt wird. Wahrscheinlich ist es das Beste. Dass die es können, reicht mir schon. So, von Angesicht zu Angesicht, Hallöchen. Bin doch da. Du große blubbernde Bestie, Kosch! Er bewegt sich nicht. Warum bleibt er hier? Er hat sich an seine Ketten gewöhnt. Aber nein,
Nein, wir kriegen das hin. Wir müssen ihn nur wegscheuchen, erschrecken. Irgendwas. Wir können nichts ungeschehen machen. Nur besser, als es war. Er mag den Wind in seinem Gesicht. Ich kann es fühlen. Okay. Möge es ihm Trost spenden. Aber das reicht nicht aus. Manche sind. Das tut es selten. Mit Kleinigkeiten zufrieden. Kriegen wir jetzt noch was dafür, oder? Ah. Das Gewicht der Ketten. Wiedergutmachung. Naja. Offenbar hat Mimir hier in Smartfallheim viele Grausamkeiten begangen. Keine ist verwerflicher, als die Kreatur anzuketten und aus ihrem Fett Öl zu gewinnen. Eine solch herzlose Tat zu begehen und sie zu verdrängen, niemals darüber zu sprechen. Es erinnert mich an einen Captain, der mich vor langer Zeit Unrecht tat. Er wurde ebenfalls seiner Freiheit beraubt und musste leiden aufgrund dessen, wer ich war und der Entscheidung, die ich traf. Vielleicht ist in jedem von uns ein Monster verborgen. Ja, würde ich so unterschreiben. Hey, ist doch ein guter Zeitpunkt, uns an all die schlimmen Geschichten über Thor und Odin zu erinnern. Also, da war Tamul, der Steinmetz. Ja, er stritt mit seinem Sohn, ging nachts zu ihm und fand stattdessen Thor vor. Und da war Tamuls Sohn, Hrimthor. Der die Mauern von Asgard erbaute und Freya etwas Wichtiges zuflüsterte, bevor er verraten und ermordet wurde. Da war natürlich Groa. Die Hüterin des Wissens und Prophetin Ragnaröks. Thor ermordete ihren Gemahl und Odin vertuschte es, bevor er sie selbst umbrachte. Vergessen wir ihn nicht, den ersten Riesen. Odin zerstückelte ihn, um aus seinem Körper die Welt zu formen und ließ sein Blut beinahe jeden Riesen ertränken. Ah, aber jetzt genug davon. Was? Ich finde diese Geschichten, diese Mythologieansätze super, komischerweise. Den Rauch? Hier ist noch eine Bergbaumaschine. Ja. Du sprichst mit Scham über deine Taten. Bereust du, dass du Odin nicht erlaubt hast, sie zu töten? Das. Dann bin ich 15, das ist nett. Erledigt! Das ist schön. Nur von mir sprechen. Nicht. Die Zwerge waren nicht angekettet wie der Lingbakir. Wenn sie nicht gehen. Und dann was? Ihre neu gebauten Schmieden vergifteten den Boden Svartalfsheims. Da sie keine eigene Nahrung anbauen konnten, mussten sie aus Asgard kaufen. Würden sie aufhören zu arbeiten, hätten sie nichts mehr zu essen. Oh, das ist schlau und schrecklich. Okay. So, wo geht's hier hin? Wo muss ich? Da. Und Minecraft ist schon was Tolles. Meine Meinung. Es kommt nur im Moment bei mir leider zu selten dran, aber das ist nicht schlimm. Das wird auch wieder anders. Ja. So, was haben wir denn hier? Wow, ein Yggdrasil sah nach Muspelheim. Okay. Ist der Fit zur Kampfarena, die wir vor Jahren besuchten? Warum sagst du das? Vielleicht Suter Spießruten. Das war ein Spaß. Das war Training. Hattest du keinen Spaß? Tja, wie auch immer. Wir sollten die andere Hälfte des Samens suchen. Wenn er wieder ganz ist, sehen wir, wohin er führt. Jetzt ja. So.
praktisch. Wir bringen unser eigenes Fahrgeschäft mit. Finde ich super. Sehr gut. Jetzt kommen wir rüber. Linke Seite! Ich hasse diese Viecher. Ja, dann schieß sie halt ab. Mein Gott. So. So, jetzt kommen wir da schon mal durch das Ding wieder ganz normal hoch. Und jetzt einmal bitte werfen. Und nochmal bitte werfen. Und Kiste. Auf sein. So. Oh Mann. Ach gut. Au, 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 au. Achso, was haben wir denn eigentlich? 9.11. haben wir heute, ne? Ich dachte, da war was. Okay. Was bist du? Du bist ein Lebenskristallnehmer. Gerne. Oh, guck mal hier. Ach nee, nicht schon wieder der. Ich hasse es. Ein Bergsrohr. Brütet Scheuße alle aus, als gäbe es kein Morgen. Für sie wird es so sein. Boah, komm. So. Hinter dir, Bruder! Ja, ja. Von rechts! Schon dabei. So. Linke Seite, Bruder! Okay. Mehr Scheusale, linke Seite! Ja, ja. So. Hey, ja. So. Hinter dir! Vorsicht! So, komm her. Weg mit dir. Hau ab. Nerv nicht und verschwinde einfach. Ich komme schon auf den Dezember. Endlich klar, welches Game of the Year. Ja. Ich freue mich nächstes Jahr auf Forspoken. Das wird auch ein sehr interessantes Spiel. Da warten MJ und ich auch schon länger drauf. Das wurde als allererstes unter einem anderen Namen angekündigt. Seitdem haben MJ und ich das, ist getan. Das wenn wirklich man so eine zeitgleich Aufgabe getan nennen kann, auf dem Schirm gehabt. Ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein der Besetzung durch Asgard. Du musst mit deinen Taten leben, aber lass dich von ihnen nicht heimsuchen. Oh, und warum nicht? Dir wurde ein unlösbares Problem gegeben. Mach dir keine Vorwürfe, es nicht gelöst zu haben. Richtig. Die Zwerge würden das sicher ganz anders sehen. Das bringt nichts in Ordnung. Nein. Aber es ist ein Anfang.
Die Swattalfang-Schlacke, die wir gesammelt haben, könnte in den Händen von Brock oder Sindri von großem Nutzen sein. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Weil er hat uns ja auch den Auftrag gegeben. Brock McMuskoff. Also von daher werden wir ihn auch die Schlacke bringen. Bin ja jetzt nicht so, als würde ich ihnen das verwehren, weil ich habe immer Nutzen davon. Bis dahin verbrauche ich eine verkackte PS5. Ich habe es aufgegeben. Ich habe die PS5 in meinen Augen aufgegeben, weil dieser ganze Hype um diese, um die PlayStation, und dann kriegst du es nicht und wenn, dann wird es überteuert und das hat mir den ganzen Spaß an PlayStation irgendwie echt vermiest. Ich meine, ich liebe PlayStation. Ich habe hier jede stehen und sie funktionieren alle noch. Auch genug Spiele schon auf jeder Version gespielt, aber diese Scheiße, die da abgezogen wurde, nein. Habe ich sowas von keinen Bock drauf. Kannst eine kaufen, Basti, bei Amazon für 600 Euro. Ich muss sie in Raten kaufen. Ja, verstehe ich. Müsste ich auch, aber nö. Nö, außerdem habe ich keine 600 Euro. Hast du gedacht, mit deinen Klingen Fleisch zu grillen? Nein, das Fleisch würde verderben. Oh, wegen der Magie der Klingen? Dem Blut. Ah, ja. Vergiss es einfach. Wie kommt man darauf, auf Feuerklingen Fleisch zu grillen? Ich meine, interessanter Ansatz. So, was habt ihr denn da? Ah, da kommt immer wieder was rein. Das ist praktisch. Ja, nice, danke. Ich helfe gern. Was darf ich fertigen? So. Ja. Verbessern. Hm. So, da geht die Stärke hoch, da geht Stärke und Vitalität hoch, dann nehmen wir das. Definitiv. Das könnte mein bestes Werk heute sein. Sehr gut. So, und da geht Stärke hoch und Abwehr runter und da geht Abwehr und Vitalität hoch. Ja. Diesmal lässt du keine Spritzer draufkommen, oder? Kratos? Ja. Halten und verbessern. Bessern, dann kommen wir nochmal plus 17 in die Abwehr. Ich trage es mit Stolz. So. Jetzt bräuchte ich Zwergenstahl. Dann wäre die Abwehr nochmal auf 29 hoch. Das ist mal ein Buff. Das ist mal. Entschuldigung. Oh, bisschen Dehnen, Streckern. Die Schmiede des Eisen. Guck mal, da geht die Stärke auch nochmal 11 hoch. Ah, jetzt geht's langsam aufwärts. Das könnte mein bestes Werk heute sein. Sehr gut. So. Richtig geschmiedetes Eisen. Aber sind wir schon mal. Ey, wir sind schon mal deutlich, deutlich besser. Pass auf deine Rüstung. So. Mundschild. Mundschild des Ärgers. Oh ja. Nehmen wir. Auf, dann passt sie auf dich auf. Okay. So, probieren wir es nochmal. Wenn wir erstmal hier nur einen neuen 4K-Fernseher kaufen und dann kommt die PS5, das ist genau das richtige Timing, weil Final Fantasy 16 als Sommer kommt. Müsste ich nochmal nachgucken, wann der Release war, aber ja, ich glaube, du kommst da richtig hin. Könnte es Sommer gewesen sein. Aber nach dem
ganzen Hickhack mit Stranger of Paradise bin ich persönlich raus, was Release von Final Fantasy erstmal betrifft. Ich werde mir das erstmal in Ruhe angucken. Vor allem das Kampfsystem. Wenn es da nicht langsam wieder mal back to the roots kommen, in meinen Augen, dann wird das ziemlich heavy. Verdammte Draugar-Löcher! Wir müssen diese verdammten Mistviecher alle auslöschen! Du brennst, Kratos! Ja, ja. Geht vorbei! Draugar, von links! Ja, ja. Ah, ist ja nicht blockbar. Wow, der ist heavy, selbst mit... Jetzt bin ich schon rüstungsmäßig echt gut beieinander. Aber... Wow. Ja, Strange of Paradise ist es nicht von Square, also Publisher vorzuwerfen. Möglich. Tecmo oder irgendwas. Tecmo hat eigentlich auch echt gute Spiele rausgebracht, aber das war definitiv dann ein Griff ins Klo. Tut mir leid. Also meiner Meinung. Und ich glaube, da bin ich nicht ganz alleine. So. Wir werden da noch ein bisschen leveln müssen, um den Kollegen zu schaffen. Aber wir halten es fest. Weil er geht mir so richtig auf den Keks. So, jetzt bringen wir uns mal spieltechnisch wieder in die Spur. Und zwar, das haben wir alles erledigt. Was ist das? Ach komm. So. Augalöcher und Odins Raben. So, noch einer da. So. Und wo ist jetzt meine Hauptquest? Ja, das Traugarloch, aber das kriege ich nicht hin. Okay, dann fahren wir halt selbstständig. Ah, ohne die Bergbaumaschinen wirkt es hier draußen schon etwas frischer. Nicht wirkt, ist. Ich, du hast recht. Danke. So. Ah, das ist der, der da oben immer so rumfliegt. Alles klar, von Darkwing Rain also. Gut zu wissen. So, jetzt soll er mal storymäßig wieder vorankommen. Und zu diesem schönen Haus am See fahren. Oh, wir haben einiges mitgenommen, das ist auch gut. Was haben wir auch gemacht? Combat seiner Devil May Cry hinzugezogen. Vater, fragst okay. Du dich manchmal, ob du das Richtige tust? Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Aha. Aber ich werde mir trotzdem das alles angucken, weil zum Beispiel, ich habe es bei MJ ja schon mal gesagt, das Anpassen. Wir gehen zu Dürlin? Ich hoffe, er freut sich über die Maschinen. Vom Schubladensystem in Final Fantasy 12 zum Beispiel hat mir auch das 12er richtig vermisst. Das 12er war nämlich ein richtig schönes Spiel. Dann haben sie den Scheiß fabriziert mit Zodiac Age. Ja, mit den Sternzeichen. Ich kann quasi immer in eine Kategorie gesteckt und deine... Wo waren wir? Was ist mit den Riesen von Jötunheim? Sie schienen alle tot zu sein, als wir endlich dort ankamen. Das bleibt ein Rätsel. Okay. Obwohl es durchaus wie der Traum der Asengötter klingt. Was ist mit Fjörgin? Thors Mutter war eine Riesin, stimmt das? Das war sie. Ah, okay. Die Umstände ihres Todes sind bestenfalls unklar. Aber ich weiß nicht, ob diese Tat Odin zuzuschreiben ist. Er war danach nicht mehr derselbe. Oh, ich weiß. Da war noch Skadi, die Königin der Jagd. Ja, ja. Sie verschmähte Odin und er brachte sie mit einer List dazu, ihren Vater zu töten. Genug. Das setzen wir später fort. Ja.
Was soll ich sagen? Genau. Also das Upgrade auf Zodiac Age war ein Griff ins Klo. In 12er konntest du wirklich frei entscheiden, wie du dich entscheidest. Du konntest deine Klasse so mischen, wie du es wolltest, nach jedem Belieben. Und diese Jobklasse mit erst das, dann das und dann das, das hat mir das 12er so richtig, das Zodiac Age vermiest. Aber ich muss mal schauen. Weil Zodiac Age habe ich ja gekauft. Aber ich habe ja das Original da. Gucken, vielleicht können wir das irgendwann mal zusammen zocken. Das ist einfach viel besser. Und diese Freiheit möchte ich in Final Fantasy einfach weiterhin haben. Wir wollen zu Dürlin? Habt ihr einen Termin? Klar. Nein? Hatte hier jemals jemand einen Termin? Willst du hier was holen, Kumpel? Glaubst du, weil du einen abgetrennten Kopf am Gürtel trägst, nehme ich vor lauter Angst Estrids Erweiterungsvorschlag an? Hm? Wir suchen einen Gefangenen Odins. Er wird in einer Mine festgehalten. Freunde meinten, du kannst helfen. Woher hast du... Ihren Kopf hast du auch damit abgetrennt, ja? Sie war meine Frau. Tinette und ich haben uns gefragt, wo sie war, nachdem unser Coup hier fehlschlug. Fehlschlug? Ja, komm, komm. Alles klar. Viel Spaß. Faye ist tot. Die Besten sind tot. Und die Überlebenden zahlen den Preis. Immer so. Ich fürchte, ich kann euch mit eurem Gefangenenproblem nicht helfen. Aber er weiß vielleicht, wie man Odin aufhält und Svartalfheim von den Asen befreit. Ich habe nicht vor, mich nochmal mit dem Allvater anzulegen. Wartet, bevor ihr geht. Was ist das? Eine Strafe. Hygieneverstoß wegen unsachgemäßen Transportes eines Kopfs, 2 Tadel für das Aussprechen des Vornamens des Allvaters und für das Versauen meines Tisches. Eine Strafe? Bezahlt, wann ihr wollt. Ja? Los aus meinem Büro. Das ist ein echt netter Kerl. Hallo. Was genau an raus aus meinem Büro versteht ihr nicht? Du sagtest, sie heißt Tiner? Oh, klar. Danke, schätze ich. Ich suche nach Tiner. Ah ja, gut. Aber ich will mich erstmal hier umgucken. Wer dieser Kopf tropfte mit seinem Mutter den Boden voll? Ich muss doch sehr bitten. Das ist ein wirklich charmantes kleines Arschloch, wenn ich das mal so sagen darf. Hey, das ist keine Strafe. Nicht jetzt. Vor uns sind Feinde. Hallo. Nimm, da oben. Hol ihn runter.
Ich soll dir ständig einen runterholen. Du Ferkel. Okay. So. Dann hat's ja richtig zerfetzt. Über dir! Ja, ja. Kommst du jetzt mal bitte? Ja. So, komm her. Zack. Hello. Erledigt! Hinter dir, Bruder! Vorsicht, rechts! Oh, komm her. Wer ist denn hier oben und mal einfach sterben? Also gut, wie ich schon sagte, ich glaube, Dyrin zeichnete den Weg auf. Der Zwerg gab uns eine Karte. In etwa. Ja, in die Rocken. Aber sie führt wohl zu einer Mine hinter dem Berg. Ah. Tier, Dyrin hat uns geholfen. Nicht jeder benutzt Äxte und Pfeile zum Kämpfen. Hm? Ja, ist schon wohl. Okay, die Mine jenseits des Berges. Ja, ist so schön, die Feder ist mächtiger als jedes Schwert oder so. Ja, manchmal ist es so. Manchmal ist es die Ausgewogenheit zwischen Feder und Schwert, die zum Sieg bringt. So. Das Büro von den Kaschbekopf. Ach, da geht's raus. Okay. Ich glaube, da ist etwas. Glaubst du, da ist etwas? Warte, warte, warte. Warte, wieder rein. Dann gucken wir nämlich nochmal. Wenn er sagt, ich glaube, da ist etwas. Dann schauen wir uns das Ganze erstmal an. Ja, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Da ist nichts mehr. Da müssten wir theoretisch von dahin kommen. Das haben wir alles. Da unten wäre ein Schatz zum Looten. Das bringt uns quasi nur hier hoch. Na dann. Müssten wir doch alles eigentlich haben. Dann gehen wir mal raus wieder. Sicher, sicher. So. Das Ding könnte uns hoch auf den Berg bringen.
Vielleicht finden wir dort oben eine Mine. Ah, nichts übertrifft eine Fahrt mit dem Zwergenzug. Ja, klar, klar. Unbedingt. Aber erst Ruhe. Kiste. Was auch immer. Ja, nice. Weil je mehr wir haben, umso eher können wir nämlich aufrüsten. Warum? Wir fahren mit dem Zug auf den Berg, wenn du bereit bist. Ja, nerv nicht. Ich würde gerne das dann nutzen, aber das geht noch nicht. Entschuldigung. Also hör auf, mich anzublaffen mit mir, weil sonst benutze ich dich und stelle dich bei McDonald's ins Schaufenster. Gut, gut. Und hier bitte die Musik von Thomas die kleine Lokomotive einfügen. Dabei sein, immer dabei sein. Jetzt geht's los. Diesen Namen will ich gar nicht hören. Niemand hat ihn ausgesprochen, außer dir. Dürrli. Er musste es gar nicht sagen. Es war ihm ins Gesicht geschrieben. Oder eingebrannt. In seinen Kopf. Er hat das in Dürlins Kopf eingebrannt? Gescheiterte Rebellionen führen zu schnellen, dauerhaften Bestrafungen. Er ist ein Hauptmann von Odin. Ja, und der Träger des Giatlerhorns. Ein wahrer Gläubiger, dieser Mann. Nichts macht Menschen gefährlicher als fehlende Zweifel. Mhm. Wir sind wohl da. Na los. Na dann. Hier lang. Da ist noch ein Zug. Schauen wir, wie wir dorthin kommen. Okay. Praktisch. Vielleicht ist hier zu finden unser bester Schutz. Odin wollte das offenbar unbedingt verhindern. Wenn der Kompass Gold wird, ist ein Ziel in der Nähe. So muss er Kriegsgott sein kann. Und Odin gar keine Zeit mehr für uns. Wenn das ein Krieg sein soll, kann er ihn haben. Wir kriegen das schon hin. Ich guck mal das Steingesicht hier an. So. Bisschen zu früh. Und da, da, da. Bisschen zu früh. Doch. Okay. Nur ein bisschen Geduld haben, dann geht es schon. Okay. War jetzt jemand verliebt oder was? Ein grünes Herz. Ach, guck mal an. Runen, in welcher Form? In welcher Form sind sie da? Zerstörungsrunen oder ist es ein Zeitkampf? Ich glaube, da ist etwas. Eine Bombe. Ausgeschaltet, aber ja. Wahrscheinlich eine von Bari, dem Zwerg, dem Erbauer der großen Halle Lir. So. Alles klar. So, dann zeigt euch doch mal.
meine lieben Runen. Ja. Ich glaube, das ist auch in der Spezialausrüstung. Warum ist mir das verwehrt? Ist es dann auf der Karte eingraviert? Nein. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das. Dürfte ja hoffentlich nicht mehr so lange dauern. Ah, guck mal, was da liegt. Ein freundliches Wesen. Wow, ist das ein Drecki? Was ist hier passiert? Sei vorsichtig. Ich glaube, der ist tot. Ja, mausetot. Hey, ich frage mich. Vater, warte! Ja, ja. Okay. Leider kein Ding. Okay. Gut. Also das Anvisieren ist Fluch und Segen zugleich. Ich lasse es jetzt mal aus. Du hast ihn zwar immer auf dem Schirm und kannst dann auch reagieren, aber du kannst dich halt nicht frei bewegen, wenn du irgendwas anderes brauchst. Hast mich einmal erwischt, aber nicht ein zweites Mal, du Sack. Zusammen. Er war nicht ohne. We are family. Andere sein. Alter. Dieser Drecki, den von eben getötet? Ja.
Dann hat ihre Aggression sie beide getötet. Ohoho. Hallöchen. Flamme des Leids. Sag mal. Okay. Nehme ich. Und Upgrades könnten wir auch machen. Aber eher bei den Fähigkeiten, bitte. Andreas, du hast einen Haufen Erfahrungspunkte. Warum nutzt du sie nicht? Atreus hält Gegner fest und verstärkt die von Kratos gegen das festgehaltene Ziel auf mächtigen Angriff. Haben wir schon, ne? Genau. Beim Greifen des Gegners gelegentlich. Wow. Das ist cool. Okay. Nehmen wir. So. Betäubung nehme ich kaufen. So. So, das eine war R2, das andere war R1. Okay. Und was haben wir hier noch? Ziehen Sie beim Ausweichen nach hinten und drücken Sie R1, um Funkenstoß auszusenden. Funkenstoß, das interessiert mich eigentlich weniger. Eher so. Frostexplosion, ja, gut. Das klingt doch ganz. Zielen Sie und halten R1 gedrückt, genau. Was haben wir hier? Halten Sie R2 gedrückt. Ah, das ist der aufgeladene Schlag, den kaufen wir auch. Den nehmen wir auch, ganz klar. So, reicht erstmal. Leichter Runenangriff, stecken Sie neuen. Ja, habe ich doch. Habe ich doch. Softrennen. Süß. Eigentlich süß. So, wo müssen wir hin? So, da kamen wir her. Gut. Okay. Dann lass mal gucken da. Den Kleinen immer vorlassen, das ist ganz praktisch, weil falls ein Monster kommt, ist das Kind zuerst dran und dann kommt erst der Vater. Ja, was macht denn? Da unten. Ich sehe eine Mine. Davon muss Düdling gesprochen haben. Okay. Auf der linken Seite sind Schienen. Vielleicht der nächste Zug für uns. Aha. Vater. Zug um Zug. Krieg gegen Odin nicht allein Tierskampf ist, sondern auch unserer. Krieg ist nicht der einzige Weg. Wir sind Götter. Bessere Götter. Wir wollen Ragnarök aufhalten, Leuten helfen. Und was, wenn dafür ein Krieg nötig ist? Atreus. Besser, schlechter. Ja, schwieriges Thema. Schmiede voraus. Na, da sieh mal einer an. Okay. Schmiede voraus. Einmal, wenn du die zwei brauchst, ne, kommen die Brüder nicht vorbei. Hacksilber. So. Okay, dann geht's los. Ziel ist in der Nähe, es wird golden. Wenn wir nur jetzt finden, wonach wir suchen.
oder ich will nicht mehr Kratos, der mufflige, murrige Hühner heißen. Ah ja, so geht's auch. Ja. Klar. So bewege ich mich auch regelmäßig beim Klettern. Erst von da und über 6 Kilometer auf die andere Wand. Ganz normal. Wer macht das nicht? Ah, jetzt ja. Ah, ja, auch. Ach nö, nicht schon wieder diese Ekelviecher. Die Scheiße alle kommen von dieser Säule. Ja, ja. Sieht aus wie ein Nest. So. Ja, ja. L1 und R1, ja, ja. Habe ich schon verstanden. So, da ist jemand leicht aus der Spur geraten, würde ich sagen. Wir müssen ihn wieder auf die Schienen bekommen. Weg da. Danke. Simpel, einfach, funktional. Läuft. Wow, ist das Ding klein. Gut, wir müssen nach links. Warte, links von mir. Mach weiter. Wir haben's gleich. Nur noch ein bisschen nach links. Ja, das war's. Okay. Runde 2. Dann mal los. Nö. Ist schön, dass du so Spaß dabei hast, dass ich dich da durch die Gegend trage und so, aber ich guck mir jetzt erstmal das da an. Bereit, wenn du es bist. Oh ja. Ah. Da sind wir rumgelaufen, ne? Genau. Ja, ja, ja. Alles klar. Gut. Wollten wir das Ganze nur noch mal angucken. Wo bist du denn jetzt hier, ha? Okay. Und die Eichenbahn. Das Krakenjunge gab dir einen Stein. Kraken? Oh, Tina? Ja, der ist voller Algen. Ich dachte, wir zeigen ihm Brock und Sindri, wenn wir zurück sind. Hier. Ja. Also, wir suchen hier nach Tyr, weil wir Odin nicht trauen, richtig? Wenn man darüber nachdenkt, könnte Krieg... Oh, oh. Links von dir! Von rechts! Sag mir wann! Atreus, such nach einer Bremse für den Zug. Da müsste sowas wie ein Hebel sein. Hab ihn! Die Bremse klemmt! Los, versuch es weiter! Ja. Vater! Stopp den Zug! Wow, sind die nervig. Ich glaube, sie wird... Nein! Scheiße, scheiße, scheiße! Nice. Steh auf! Wow. Toll! Wow! Wow!
unglaublich, dass wir... Echt jetzt? Vorsicht, rechts! Ja, ja, dein rechts kenne ich. Da, arm. Vorsicht, rechts! Ja, wo seid ihr denn? Hinter dir! Wow. In dem Moment, wo ich die Waffe wechsle, die schön um mich rumschlägt, haut er mir in den Rücken. Love it. So, nochmal. Deswegen bin ich bei großflächigen Kämpfen gerne der Fan der Klingen. So, im Normalfall immer um dich rumschlagen. Somit. Bronzestufe aufgeschlossen. Bam. Wollte das Ganze schon mal ausprobieren hier. Auch eine schöne Sache. Das war krass. Alles davon. Ja, ja, klar. Ja, du sagst es, Junge. So. War hier aufgeräumt. Ein bisschen Hacksilber oder was? Oh gut. Okay, da ist da. Schau da! Ja, ich bin nur da. Schön, ist er hier. So, mal den Rage ein bisschen pushen. So, und dann geht's hier runter. Ich glaube, da ist jemand weg. Da. Schöne Sache. Hinter dir! Vorsicht! So. Hallo? Hau mal auf das. Okay. Hier einfach dahinter hockt und wartet. So ein Hobbyloser. So, darf ich jetzt bitte endlich mal Odins Raben da hier versuchen? Wenn die sich schon so bereitwillig zeigen, ne? Kommst du genau hierher? Aber schön. So, das war dein letzter Versuch. Der Wetzstein der Nachtschlechterin. Im Widerstand sind die offensichtlichsten Methoden manchmal die besten. Aha. Er ist alt. Nicht länger von Nutzen. Aber genug von dir. Ich spreche über den Wetzstein. Wow. Wirklich humorvoll. Wow. Bist du tot? Ja. War ich.
Definitiv war ich das, ja. Aber wir werden besser. Wir brauchen noch ein bisschen. Dieser Ort ist unglaublich. So, lass mich mal ganz kurz. Hallo? Achso, das war er. Ich dachte schon. Was haben wir jetzt? 12:30. Okay, gut, gut, gut. Ach, das sind wir hier. Okay, und jetzt sind wir da. Okay. Und jetzt sind wir dort. Okay. Kann ich auch. Guck mal. Ah, wer hat dir das wohl alles beigebracht? Vorsicht! Vorsicht! Was denn? Bevor du bloß rumschreist, wie wär's, wenn du einfach was dagegen machst, weißt du? Mein Gott. Geht er da rum und schreit. Ja, dass sein Gegner einfach auslöscht, weißt du, der Pfeil und Bogen. Richtig gute Sachen. Nein. Ha, was ein Mundwerk im Zug, Junge. Das ist nur ein Wort. Brock sagt ganz andere. Das Wort ist egal. Du hast die Kontrolle verloren. Wir sind gefallen. Durch die Luft. Ich dachte, wir sterben. Und du wolltest wirklich, dass das dein letztes Wort ist? Ja. Nein. Wenn es schwierig wird, hilft Panik nicht weiter. Nutze das. Es kann dir helfen. Ja. Oh. Garnsmied Tagebau. Das sieht echt trotzdem echt geil aus. Das sieht einfach nur wow aus. Mir gefällt's tierisch. Ich glaube, das merkt man. Ja, guck mal hier, guck mal da. Ja, auf dem Boden. Sheen. Wir müssen in die Mine führen. Wir müssen dran vorbei. Ja. Scheint treibt das Wasser den Kran an, der die Ladung hält. Ja, ja, das ist mir schon klar. Ah, Wasser, ja, Entschuldigung. So, dann muss ich mal schauen, ob ich von hier irgendwie hinkomme. Oder muss ich es von da unten machen? Eine Brücke oder so. Ja, da geht's nur da rein. Da wollen wir ja nicht rein. Ich muss den Geysir irgendwie stoppen. So, von wo kriege ich gute Sicht auf den Geysir? Ja, ja, das ist mir schon klar. Das hört sich nicht ganz richtig an. Echt? Nicht nach unten, sondern nach oben ziehen. Okay. So, da ist eine Rune. Links von der Truhe ist eine Feuerschale. Kannst du sie anzünden? Ja. Ich wette, es sind noch mehr in der Nähe. Lass sie uns finden, ja? Nee. Warum denn? So.
So, dann kommen wir hier. Zum einen diese Truhe. Romulider. Und zum anderen. Hallo? Ich dachte, wir haben die angezündet. Ach so. Ah, das ist fies. Ah, es ist fies. Aber gut. Es sei euch verziehen. Man muss ja immer mal eine neue Form der Schwierigkeit einbauen. Sonst wird es auf Dauer langweilig. Ah, ein Zornhorn. So. So, jetzt kommen wir nämlich darüber. Dann natürlich auch weiter. Und was gibt's hier zu lesen? Steht Kooperative in Anführungszeichen. Okay. Kooperative in Anführungszeichen. Und das war's. Bin ich hier unten? Und wie geht's weiter? Weiter. Da nicht. Okay. Also sein könnte, dass da irgendwas versteckt ist. Oh, noch eine Kiste. Ich komme vielleicht dran, wenn du mir hilfst. Was? Wo ist er denn? Ich will aber erst mal looten. Jetzt mach du mal keinen Stress, Kind. Gut, ich gehe rüber, um besser zu sehen. Captain Stefano, Happy Bratapfel. Na, wie geht's dir? Vater, hier oben ist ein Tor, das zum Eingang der Mine führt. Kommst du? Ich brauche Hilfe beim Heben. Wenn. Das war knapp. Nochmal. Komm schon, spring einfach. Wir sind nicht so kaputt. Atreus. Okay. Wolltest du nur auf richtige... Schaffst du den Sprung? Er wird schon frech, ne? Er wird schon echt frech. Das ist ein richtig charmanter kleiner Sack. So. Wie kommst du zurecht? Nervenbeutel. Was denn? Müsste da irgendwo sein. Noch einer von diesen Holztrögen. Wie die Zwerge bloß auf solche Ideen gekommen sind. Tja, Bequemlichkeit ist eine starke Motivation. Wozu arbeiten, wenn man das nasse Element für sich einspannen kann? Ah, jetzt ja.
kommen die harten Themen in Online-Weiterbildung, aber sonst ganz gut. Das ist nice. Also nice in dem Sinne, dass es anscheinend sehr unterhaltsam ist oder es mich weiterbringt. Mir geht's soweit ganz gut. Ich kann jetzt eigentlich nicht klagen, bis auf dass mein Fuß mir immer noch ziemlich auf den Keks geht. Aber das kriegen wir auch noch in den Griff. Bis dahin heißt's durchhalten. Medizin nehmen und den Fuß schonen nach maximaler Möglichkeit. Hoffentlich ist Tyr hier. Atreus, wir suchen Informationen. Ich weiß. Tu nicht ständig so, als wolle ich einen Krieg anzetteln. Dennoch schreitest du es nicht an. Brüder, können wir das eine Weile sein lassen, ha? So. Brüder, Schwestern. Du hebst auf deiner Seite, ich auf meiner. Was hebe ich? Also. Schwerer als gedacht. Danke. Dann weiter. Nein. Aber ich glaube, ich habe nichts übersehen. Gut. War. Nennen wir es Weg der Besorgung. Klingt immer optimistisch. Ah, jetzt hier. Da ist. Ja, aber sonst passt alles eigentlich. Also kann es so. Sieht aus, als wäre das Dürtel ins Mineneingang. Nicht klagen. Bin da eigentlich ziemlich happy. Ach, guck mal, du sagst, du hättest es auch einfach mitnehmen können. Ich habe noch etwas für euch. Sindri. Was ist das? Da ihr gerade keine Lichtquelle habt, Verzeihung, und gar nicht sehen könnt, was im Dunkeln vor euch lauert, helfen diese nun. Gut, weiter mit der Erkundung. Auf geht's. Danke, Sindri. Moment, was meinst du mit im Dunkeln lauert? Aha. Er kommt und geht, wie es ihm passt, ne? Vorsicht! Dankeschön für ein Follow. Oh, das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Alex B. Ich nenne dich Alex, okay? Ist einfacher für mich. Hinter dir, Bruder! So, machen wir mal den weg. Ein bisschen Controller, mach's dir gemütlich. Und wir kommen bei einer Runde God of War Ragnarok. Sind hier schon ein bisschen dabei. Aber du brauchst dir keine Gedanken machen. Wenn du den Anfang verpasst hast, ist das Ding ab morgen auf YouTube. Warum soll ich ihn runterholen, wenn du es schaffst? Ich Pfeil am Bogen, hast du Pfeil am Bogen? Das war knapp. So. Okay. Ansonsten mach's ja noch ein bisschen gemütlich. Wir werden aber jetzt dann irgendwann zum Ende kommen. Aber heute Abend ab 20:30, 21 Uhr geht's hier dann wieder weiter. Ganz gewohnt. Dann werden wir noch schauen, wie es weitergeht. Und alles, was wir dann nicht schaffen, gibt's am Freitag bei One Gaming. Meinem Partner zu sehen, da bin ich dann ab 21 Uhr auf dem Kanal zu sehen. Und da zocken wir dann hier gepflogen weiter. Entspannt. Ja. So der Plan. Und dann schauen wir mal, was wir bis dahin alles storytechnisch schon geschafft haben. Ich glaube, das ist es. Das ist die Mine. Interessant.
Allerdings können wir damit gerade nichts anfangen. Naja, klar. Das habe ich mir schon gedacht. So. Gut, dann schaue ich mich nochmal kurz um. Ich wollte nur mal gucken, weil ich dachte, mit diesen Laternen da, die wir jetzt gekriegt haben, kann doch wohl irgendeinen sinnvollen Nutzen haben, aber ja. Ich sehe was, was du nicht siehst. Von da kommen wir nicht ran. Da kommen wir auch nicht ran. Wir sind von hier. Komm, leite mal das Wasser um hier. Kram bewegt sich hierher. Yep, ich sehe das. Das ist ja auch das gewesen, was ich wissen wollte. Bleib da. Ja, Vater. Ah. Waffe? Falsch. So. Wir sehen uns drüben. Wir sehen uns drüben. Wenn du jetzt da einfach rüberlatschen kannst, ne, dann frag ich mich, was ich da machen soll. Oder warum ich das überhaupt mache. Wie stehen die Chancen, dass Tyr in dieser Mine eingesperrt ist? Dürrlin ist vielleicht genauso gut in Schuss wie dieser Kran. Aber ich glaube nicht, dass er uns täuschen würde. Du glaubst, der Junge vertraut zu schnell. Ja, möchte sich jetzt beweisen. Das trübt seinen Verstand. Ja, ich weiß, dass du ihm mehr zutraust als das. Ja. Das stimmt wohl. Wir haben schon sehr hohes Vertrauen in ihn. Ah ja, so komme ich wieder zurück. Mehr inspirierende Lyrik aus der Feder Quasirs. Mhm, quasi Lyrik. Schlechter Witz, aber gut. So. Zeig. Was gefunden? Wir gehen weiter. Wir haben einiges gefunden, aber... ja, ist so. Ja, und jetzt ist der Kran hier kaputt und was passiert? Nix. Wow. Gut. Bevor wir jetzt hier in der Mine anfangen und es dann einfach zu spannend wird, ist so, werden wir hier an dieser Stelle speichern.